So, meine Liebe, was möchtest du denn tun? Ich muss schon sagen, für das die Texturen, da muss man schon sagen, sind geil gemacht. Ja, so stelle ich mir ein Elementar vor. Okay, ich brauche aber noch zwei von diesen Dingern da zum Entschlüsseln. Entschlüsseln. Da haben wir dann noch ein paar. Da. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt so komisch geredet habe. Irgendwie muss ich ja hier Faxen machen. So, irgendwie einen Witz erzählen hier. Erzähl mal einen Witz. Dieser Cenarius war schon ein richtig toller Hirsch. Ja, das Szenario ist ein toller Hirsch, das war mir auch klar. Aber der lebt ja wieder. Ey, du Homo, das war meiner. Wo ich mir halt den hier. Ich kann's ja. Oh. Und jetzt. Oh, ein Relais. Oh. Okay, was haben wir? Benutzt den Torwächter und die Ver. Ah, den Torwächter. Warte mal, irgendwie erinnert mich das doch an irgendwas. Torwächter. Ach, seid jetzt alle hier. Ja, machen wir das auch mal noch hier. Bum, 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 bum. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu dem Haetlun, was weiß ich, wie der Fritze da heißt. Haetenden Kaul. Und dann werden wir den jetzt einfach mal toten. Ja, ich wage es, dich anzugreifen. Du machst jetzt erstmal gar nichts, du Kacknob. Wieso wurde ich verflucht von dir? Sehe ich ja gar nicht ein. Oh. Oh, machst du keinen Schaden? Oh, das ist aber arm. Das ist aber armselig von dir. Bist ja gar keine Herausforderung, du Kacknu. Stirb! Ja, das war ja lame. War das jetzt echt alles? Ja, na dann würde ich sagen, fliegen wir mal zurück. Lol. Und das sind wir und ich habe vergessen, ab die Aufnahmetaste zu drücken, aber ich habe mir diesen Ring geholt. Ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie total verstrahlt. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich tausche diesen grünen Ring aus. Den. So. So, was ist das? Harrison Jones. Harrison Jones. Ich würde jetzt zu gern noch ein Uldum questen, weil es einfach göttlich ist dort. Ich würde jetzt am liebsten hier einfach abbrechen und dann Uldum gehen. Aber das entscheidet ihr. Wenn ihr wollt, dass ich nach Uldum gehe, das ist die Wüste, ganz okay, hat eine lustige Story, dann schreibt's mir. Dann werde ich hier beenden in Tiefenheim und dann nach Uldum gehen, wenn ihr das lieber wollt. Anstatt hier so eine düstere Scheiße. Wenn ihr was Helles sehen wollt. Das überlasse ich euch. Aber jetzt in dieser Aufnahmesession sowieso eh nur drei Folgen werden, wie ich mich kenne. Drei, vier Stück. Werde ich hier bleiben. Wer ihr seid denn? Bröckelnde Verteidigung. Entlastet Haven Winterfels. Ah, ich habe irgendwie Lust, mal PvP zu machen. Irgendwie Bock, eine Runde PvP zu machen hier. Was soll ich jetzt machen? Was ist das Element im Wurfstein? Ne? Beine. Zu werfen. Aha. Aha. Und jetzt? Aua. Ach so. Ja, das ist ja mal geil gemacht. Aber hier anwerfen und... Hui. Haha. Ach, ich bin ja gar nicht im Baumgestalt. Ja, nudel du den mal ordentlich durch. Die hole ich mir auch noch. Was ist das denn? Cool. Ja, dann würde ich sagen... Bumsen wir mal noch ein paar von diesen Zornsteinrumpler um. Ich meine, ich habe ja jetzt nur so einen Kampfrausch. Was bei der Allianz Heldentum normalerweise heißt. Oder bei Magier Zeitverzerrung.
Keine Ahnung, ich war schon ewig nicht mehr raiden. Das interessiert mich auch nicht mehr, das Raiden. Ich bin so ein alter Raid-Opa. Warum kann ich das nicht machen? Ach so, ich muss... Oh. Ich dachte schon... Oh Mann. Habe ich aber gerade hart gefailt, würde ich sagen. Komm mal her, du. So. So, aber haben wir hier noch irgendwo einen zum Blundern? Nein? Dann werde ich die weiterhin töten. Moment. Oh. Hm. Boah, waren das Geizhälse. Das geht ja gar nicht, ey. Wen ihr sein denn? Hallo, Mann. So, was ist das? Was? Hä? Diese Elementare wurden erst vor kurzem aus Inaktiven geschickt. Ja, das interessiert mich nicht, aber hä, wie meinen die das? Ach so. Ja, okay. Ich kann nicht mehr dran gedacht. Geh weg. Ach, ich muss denen da helfen. Na, das wusste ich ja nicht. Dann werden wir den hier mal ordentlich durchprügeln. Gehe ich lieber mal da runter, bevor der gleich auf mich fokussiert ist und dann entkommen. Nee, entkommen. Oh, das wird aber ordentlich lange dauern, ey. Gibt's da nicht irgendwie... Nee. Schade. Ich würde sagen, ich mach das mal eben, weil das wird dauern. Moment. So, das ist dann doch endlich mal zu Ende. Boah. Ey, diese Riesen zu killen, das... Weh, ich muss jetzt nochmal so einen Penner killen, weil dann kriege ich einen Anfall. Nein, wohin? Ach ja, ich wurde ja nach meiner Skillung gefragt, ob ich die mal zeigen könnte. Hier seht ihr sie. Ich weiß nicht, ob die selber gut ist. Ich habe es nur mal so geskillt. Ich werde einfach mal alles mal so schnell durchzeigen. Was dann eigentlich noch ein Kommentar? Das war, glaube ich, noch wegen X-Perl, wie ich das mache. X-Perl ist im Prinzip ganz einfach. So. Ich zeige jetzt noch kurz die Spells. So. Ich habe hier noch 84 und 85. Da werde ich wahrscheinlich... Wo war denn das? Da ist hier noch... Nee, warte. Keine Ahnung, was das war. Ja, das auf jeden Fall noch. Puh, das hätte ich eigentlich vorher skillen müssen, aber egal jetzt. X-Perl funktioniert so. Ihr öffnet das normale Menü. Das sieht so aus. Da gibt es verschiedene Buttons hier oben, aber das ist ja eigentlich irrelevant. Eingestellt habe ich das einmal und dann habt ihr das hier immer. Oh Gott, sind das Charaktere. Das muss ich mal wieder ausmisten. Party ist die Gruppe. Das seid ihr selber. Das ist das Ziel und das ist das Ziel des Ziels, falls das hier irgendwie mal irritieren sollte. Das Begleiter und Begleiterziel, der irgendwie noch so einen Riesen im Target hat, weil es ein Baum ist. Das sind die Schlachtzugsgruppen. Da habe ich immer nur Gruppe 1, 2 und 3, 4, 5. Weil Raid und so. Aber das ist ja nicht mehr. Gruppe 9 und 10 könnt ihr weglassen. Das ist wurscht, weil so viele Gruppen gibt es nicht. Du heilige Scheiße. Ah, habt ihr mich mit Diamant verwechselt oder einem winselnden Steinkrog, den es interessiert? Du Penis! Sucht ihr Frieden? Gebt die Weltensäule auf und verlasst Tiefenheim. Dies ist unser Reich. Das einzige Willkommen, das ihr hier findet, ist unter meinem Fuß. Du Arsch. Ja, genau. Schubst dich doch gleich irgendwo in den Abgrund rein. Ey, ist das ein Arsch, ey. Hau du nur ab, du lause Bub. So. Flatter ich mal zu dem zurück. Warum ist der eigentlich nicht selber reingelaufen, ey? Der macht doch da oben eh nichts. Die Olle steht nur da rum. Oh,
Macht nichts, guckt Löcher in die Luft. Was ist das? Parierwertung brauche ich nicht. Würde ich ja eigentlich... Oh, das sieht alles so nett aus. Ja, ich nehme jetzt einfach mal die. Ja, für den Diamant, bla bla bla. Nein, so. Ich guck mal eben, wie lang... Darf ich aus dem Kampf? Danke. Ich guck mal gerade, wie lange ich aufgenommen habe. Das kann ich ja so machen. Wie lange habe ich denn aufgenommen? Mir 17 Minuten? What the fuck? Glaube ich, also Moment mal.